Und damit mal wieder Hallihallöchen hier zum Gemeinschaftsprojekt mit dem Wiesel. Wunderschönen guten Abend. Auf der Steppenbach. Ja, wir haben uns für einen Drehschirm entschieden. Den Parschau gerade mal holen, dann hänge ich auch schon zusammen. Natürlich im passenden Look zur Karre. Alles andere wäre ja wohl sowas wie eine Untat. Genau. So sieht's aus. Kann man nicht machen, kann man nicht verantworten. Nee, auf jeden Fall nicht. Das geht so nicht. Also. Mein Gut, das dauert ja auch nicht lange, bis der Drehschema dann so aussieht wie die Karre. Wo ist das? Aber dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit weiterzufügen. Die Wiesel kann dann so auffüllen. Und wenn wir die Kiste hinterher leer kriegen, ja, das werden wir dann sehen. Okay. Weil oben an Weimar Einbahnstraße, aber ich glaube, da ist gerade genug Platz zum Wenden. Cool. Bin ich im Glauben oder auch in der Hoffnung. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ja, so sieht's aus. Ja. Dann flüge ich mal weiter den Agge. Den Agge? Ja. Flügen Sie mal weiter. Ja, das muss, ne? Was muss, das muss. Ja. Ach ja. Was denn diese? Ach, alles gut. Dann ist gut. Jo. Wie schnell sich alle an meinen Live-Namen gesund haben, ne? Ja, ne? Zumindest einige, nicht alle, würde ich sagen. Ja. Also alle haben sich da noch nicht ganz, also. Ja, das liegt aber auch daran, dass ich einer der wenigen bin, die sagen, ja, und? Macht nichts. Ich habe so einen Allerweltsnamen. Ja, wie gesagt, ja. Schwer war. Ich glaube, meine Zuschauer wissen, trotz alledem, wer ich bin. Ich hoffe es zumindest. Alles andere wäre schlecht. Ja, das wäre vor allem komisch. Das wäre traurig, wenn dann schon. Gut, deine Zuschauer brauchen nur die Videobeschreibung zu schauen. Oder irgendwo in deinem Kanal. Ja. Bei mir müssen sie irgendwo im Kanal gucken. Irgendwo bist du da verlinkt. Ja, also bei mir unter den Videos bist du eh immer verlinkt. Also, ja. Echt? Ja. Bei jedem Video habe ich dich jetzt mit drin. Also das nehme ich auch nicht mal unbedingt um, ändere ich nicht egal um. Also ich lasse die Videobeschreibung wie so ist. Ja, ich hab die auch als Textdokument auf dem Desktop liegen. Ach so. Also ich kenne das. Gut. Dann müsste ich dich da mal mit reinschmeißen. Ja. Wenn ich das nicht schon getan habe. Wäre mal eine Idee, ne? Nee, einzeln habe ich dich nicht drin. Ich habe nur die DHP drin. Ach so, okay. Ja gut, also ich habe die HP wie auch dich mit drin. Gut, ist ja kein Akt. Das ist jetzt kein Akt, genau, wollte ich nämlich sagen. So. Ich muss sagen, dieses Feld hier oben, die 125, ist echt doof zu fliegen irgendwie. Ja, das glaube ich. Der erste Hänger ist voll, ja. Der zweite, da bin ich jetzt. Ja, wenn ich nicht immer. Oh, nicht alles auskippen würde, Mann, das ist so belastend. Ja, bei mir sagt da oben jetzt nur im Moment die 100% halt vom ersten Hänger. Ja, ich weiß. Nee, das ist bloß ein Hänger. Ah, das ist gut. Dann kann ich unten in Ruhe weiter tudeln. Mach du mal. Alles gut. Wie viele Bahnen hat die unten auf dem Feld noch liegen? Eine, wenn es hochkommt. Du brauchst dann immer einen, wenn du die neue unter. Okay.
Ja, was willst du denn jetzt für eine Bahn hier nochmal anfangen? Ja, wie gesagt, ich meine. So sehr darauf angewiesen sind wir jetzt doch nicht. Das ist wohl richtig. Dass uns die eine Bahn nachher das Genick brechen könnte. Eigentlich nicht. Und im Winter durch das Hackschnitzel kommt ja auch noch ein bisschen was rein. Da kommt noch was rein, richtig. Weil Leute, wir stehen finanziell ganz gut da. Das ist wohl in der Tat richtig. Aber wir wollen jetzt erstmal ein bisschen forschen für den Winter, wie viel wir da brauchen. Und dann können wir uns Gedanken machen über Ausgaben. Weil wir hatten ja auch angesprochen, dass wir mit Schafen anfangen. So sieht's aus, richtig. Dafür müssten wir Gras machen und einen Anhänger für Wasser besorgen. Ich meine, kostet beides, kostet nicht viel, der Anhänger. Das ist richtig. Bei einem Sammelwagen haben wir ja. Das ist wohl richtig. Ich glaube, unsere Grasfelder sind auch noch nicht so weit, dass wir die nochmal schneiden können. Ich glaube auch, das könnte unter Umständen der Fall sein, ja. Habe ich jetzt noch gar nicht geguckt, aber ich glaube, da wirst du wohl recht haben. Gehe auch von aus. Gut. Dass die noch nicht so weit sind. Aber gut, wir sind auch noch in Feldwintervorbereitungen. Ja. Also macht das auch nichts. Ach so, was der Mod auch macht, ne? Dieser Realistik-Mod. Der Hexlader zieht jetzt auch realistischer. Der macht auch immer wieder mal Pause, damit die Messer wieder in Schwung kommen. Oh, cool. Wie beim Häcksler eben. Ja. Macht Sinn. Gut, ich meine, mit dem gezogenen Jens mit Eigenkran, wenn du es richtig anstellst, kannst du eine Tanne drauflegen und der zieht sich die ganze Tanne mit damit durch. Cool. Wenn man weiß wie, brauchst du die Tanne nicht mal klein schneiden, nur fällen mit dem Jens-Hacker dran. Ist mir das letzte Mal wieder passiert. Habe ich mir gedacht, gut, dann machst du es einfach mal so. Trick, den ich auf der Konsole gelernt habe damals. Mit LS15 auf der Konsole. Okay. Aber irgendwie Seitenlage. Ja, das fällt schräg, dann rutscht der noch in die Flugkante rein. Das ist dann, ja. Schräglage halt. Ja, genau. Nein, wir könnten natürlich auch den Helfer einfach fliegen lassen, klar, würde gehen. Ja, aber. Und dann nachbearbeiten, aber A. Wir haben noch nicht wirklich Feldfläche. Wir haben gerade mal 3 Felder. Richtig. Und wer weiß, wie es im Winter aussieht. Wie schnell ist die Kohle im Winter weg? So ist es. Und dann stehen wir da. Weil Unterhaltskosten sind ja auch schon ein bisschen was. Ja, ja. Also die sind dann schon, ja. Auch haben auch schon so, sind nicht ohne. Dafür, dass dann vielleicht ein Trecker von uns in Bewegung ist und ein Mietschlepper plus Maschine, plus Anbaumaschine, ist das dann schon nicht ohne. Richtig. Ah, naja. Gucken wir mal. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Genau. Schmeiß rein, das Ding, du. Ja. Ich mach. Nur Stress mich doch nicht. Nein, Stress ist scheiße. Macht man nicht. Und full. Ja, dann fahren sie mal los da. Das ist ja, jetzt nehme ich nicht nur 18.000 Liter mit, jetzt nehme ich 36 mit. Doch schon ein Unterschied, oder?
Leicht, ganz leicht. Und gleich siehst du dann die Nebelschwaden anrollen. Eieiei, ich merke auf jeden Fall, dass der Zug ein bisschen schiebt. Naja, ne, das glaube ich. Probiere ich gleich mal die dritte Einfahrt von dem Komposter, ob ich da gut reinkomme. Mhm. Aber der Fortschritt, der tut sich gerade ein bisschen schwer. Ja. Der ist auch nur unwesentlich am Nebel. Aber nur unwesentlich. Ja, merkt man kaum. Fällt gar nicht auf. Ja, ne? Kein Stück. Guck ich mal, ob meine Theorie stimmt hinsichtlich des Wendekreises. Naja. Ein bisschen zurückfahren geht das. Ja, da probier mal. Ein bisschen Kurbelei, aber es geht. Aber ums Kurbeln kommt man tatsächlich nicht drum herum. Okay, netter. Aber dafür nehmen wir Masse mit, ne? Ja, das ist klar. Ich weiß auch noch nicht, wie man das dann machen mit dem einen Lager, wo man abkippen. Ob man dann vorwärts drüber fahren, weißt du, und dann die Böschung dahinter runter. Würde gehen. Versuche ich mich mal wieder hochzuschlängeln zu dir. Dreh dich mal um, da müsste gleich so eine schwarze Rolle auf dich zukommen. Okay, warte. Ach, dort. Mhm. Sehe ich. Hier ist auch noch eine Einfahrt. Kommt man zwar nur so gerade rein, aber es geht. Okay. So, weiter geht's. Wie weit muss ich? Ja. So reicht, ja. Ist vollkommen gut. Passt, jetzt wackelt und dann los. Jo, loco. Ich sage, der Kompost, der macht uns winterfest, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ohne den wäre man nicht so weit bis jetzt. Nee. Definitiv nicht. Dadurch können wir uns ja auch überlegen, an Schafe zu denken, weil der Schafhof selber, der kostet ja auch mal 100 irgendwas tausend. Ach so, ja, gut. Das wäre eine Überlegung wert, ja. Und ohne den Kompost bräuchten wir da gar nicht drüber nachzudenken. Richtig. Sag mal so, wie das. Ja. Also,
wenn du vom Schaufeln abgelöst werden willst, musst du sagen, ne? Och, boah, alles gut. Noch geht's. Gut. Also noch. Noch stört mich das nicht. Dann ist ja gut. Jo. Ich bin gerne, dass ich mir hier gerade zusammen fahre. Ich habe den GPS-Kurs total falsch eingestellt. Okay. Wo vom Richtung her? Irgendwie ungünstig. Ja, das ist dann wohl so wahr. Jetzt weiß ich, wonach ich den eingestellt habe. Jetzt läuft er gerade. Sehr schön. War schon wieder lange Bahn. Das ist toll. Ja, ne? Mhm. Schon wieder beim Nachbarn über das Feld andrehen? Ich? Nö. Nö, ich. Ach du. Wie sollst du denn beim Nachbarn über das Feld drehen? Keine Ahnung. Siehst du? Ich habe ja kein Feld hier, also von daher. Deswegen, ja. Ja. Hätte mich jetzt auch gewundert. Oh, oh. Gut. Hm. Möglich ist alles, ne? Ja, natürlich. Nichts ist unmöglich. Ja. Wer kennt den Slogan nicht? Ja, es ist schwer, dass das jemand nicht kennt. Ja. Und der das nicht kennt, der hat irgendwie, naja. Der hat was verpasst. Der hat aber wirklich die Welt verpennt in dem Moment. Ja. Also, ja. Also doch, dann hat man echt was verpasst. Ja. Wenn man diesen ätzenden Slogan nicht kennt. Ja. Ätzend, das ist der richtige Ausdruck für. Ja, aber auch nur, weil man den heute noch im Kopf hat, ne? Mhm. Der ist einem im Kopf geblieben. Ja. Aber wieso wirklich, als ob der das eingebrannt wurde? Das ist Wahnsinn. So sollte es auch sein bei einem Werbeslogan, ne? Ja, nur. Irgendwann nervt's. Ja, und zum anderen, naja, der Slogan ist ja schön und gut, aber wenn man mal überlegt, ja. Ja, so wirklich viel Sinn hat er in dem Sinne nicht gemacht, weil wenn man die Marke sich mal genau anguckt. Das Produkt stimmt nicht ganz. Genau, also so wirklich, naja, ist nicht so das. Hat nicht so richtig hingehauen. Richtig. Es sei denn, die fangen jetzt an, meine Videos zu finanzieren. Dann, Oh, das, dann würde das vollkommen hinhauen. Ja, ne? Also da sieht das dann anders aus. Wenn die mir pro Video, keine Ahnung, einen Zehner überweisen, dann haut das voll und ganz hin. Gar kein Problem. Naja, dann sowieso. Das ist gut. Also, ja.
Ja, warum nicht? Ja, nein. Nein. So weit wird es niemals kommen. Nein. 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 Und dann hast du am besten noch jedes Mal irgendwie eine Einblendung dann von denen. Oh Gott, ja. So als Voraussetzung oder so. Gott. So als ob, so dass du das recht noch einbrennen tust in dein Gehirn. Oh. Ja. So im Intro. Nichts ist unmöglich. Nein. Das wäre der Moment, wo ich mich erschießen würde. Ja, da gäbe es dann für mich einen Button. Das ist so ein rotes Kreuz. Ja, das wäre der Moment, wo ich sage. Accounts alle löschen. Ja. Fatal Error. Computer sagt nein. Richtig. Oh, schön. Aber naja. Naja. Solange wir keine Namen nennen, dürfen wir das. Ja. Ja. Alles andere wäre ja, ein bisschen falsch. Eventuell nicht ganz so gut für uns. Ja. Ich glaube, die sitzen doch tatsächlich am längeren Hebel. Ja, ja, irgendwie schon. Ja, ein paar Millionen mehr wie wir. Ey, oh ja. An dem so richtig. Also ich hätte ja nichts gegen. Hast du voll geknallt, die Dinger? Ich bin full, also du bist full, so rum. Ich bin full, du bist full, RWS sind full. Wir sind alle voll. Na dann. Ich glaube, es lohnt sich jetzt so gerade gar nicht unbedingt nochmal abzufahren, weil das Ding ist ja fast leer. Also ich denke, da warten wir jetzt wieder bis wieder mal was zusammengekommen ist. Ja, denke ich auch. Das Beste. Gut. Ich hinterlasse eine schwarze Speckschwarte in der Luft. Ja, zur Erinnerung, dass du da warst. Oh ja. Ja, die alten Dinger, die haben halt von Cut noch nie was gehört. Nee. Damals hat es ja auch keinen gestört, ne? Ja, da haben die ja sich nicht so einen Kopf drum gemacht wegen Emissionen und Schadstoff und wie hieß es gleich? Ach Gott, ich komme gar nicht drauf. Umwelt, nee, wie hieß es? Ach Gott, Schadstoff, ach. Aber dadurch haben wir den Salat ja unter anderem. Naja, klar. Aber ich sag mal so, auch wenn sie jetzt versuchen, das dadurch zu regeln, die werden es 100% nicht, du kannst es nicht verändern. Ich meine, die Ausstöße, diese Werte hast du so oder so. Ich meine, klar kann man probieren, die zu minimieren, aber das, was schon vergangen ist, sag ich mal, aus diesen Zeiten vom CETO zum Beispiel, das kriegst du nicht mehr eingeholt, das kriegst du nicht mehr weggespart. Nein, vor allem, es liegt ja nicht nur an den Maschinen. Überleg mal, die ganzen Kraftwerke und alles, was richtig. Die da oben rausgeballert haben. Das ist auch ein Teil von dem, was wir jetzt das Problem besitzen. Natürlich. Ne? Und das sehen die Leute aber wieder nicht. Ne? Die sehen nicht nur, die Autos stoßen zu viel CO2 etc. pp. Aus. Aber dass auch die Kraftwerke und alles, was die da oben aus ihren Schloten raushauen, das ist doch genauso schlimm. Und ich finde sogar noch Ticken schlimmer wie so ein Auto. Weil das sollten sie mal messen. Ich möchte mal nicht wissen, was der Zähler dann anzeigt. Halleluja. Error. Ja, Error, genau. Also, keine Ahnung. Genauso mit diesem Dieselskandal, was er jetzt im Moment so groß Problematik ist. Oh ja. Gott, ey. Wo ich mich dann auch frage. Ich meine, die machen da sich einen übelsten Kopf und Vorwürfe oder beziehungsweise irgendwelche, wo sie sich da die Köpfe einhauen, obwohl sie doch ganz genau wissen, die das dort gemacht haben, die wussten davon Bescheid, die haben das, die wurden dazu, denen wurde gesagt, hier, verschöne das oder tu die Werte so und so, damit das passt, damit das ja nicht rauskommt. So. Ja. Ja, ne, es ist nun mal so, weil die genau wussten, wenn
wenn das mal so weit kommt, sind die Werte nicht an dem Punkt, wo sie sein müssten. So, naja, also haben wir sie versucht schön zu stellen. Naja. Natürlich. Aber die Lachnummer ist ja einfach nur eine Sache. Einer war es schuld, aber alle verbauen von dem einen Motorteile. Natürlich, genau. Das ist die Lachnummer an der ganzen Geschichte. So sieht das aus. Ja, und der größte Beschiss in meinen Augen sind Elektroautos. Naja, das sowieso. Erstens, vor allem, wenn du die Dimensionen anguckst, was die kosten sollen. Das kann sich, also bis jetzt, sage ich mal, heutzutage der heutige Normalstand der Bürger nicht leisten. Ja. Und das wird sich in den nächsten 10 Jahren nicht ändern. Richtig. Guck dir dieser klaffende Spalt schon mal alleine, was die Unterschiede des Gehaltes anbetrifft. Natürlich. Das ist doch schon der Grund. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber das steht in keiner Dimension. Wenn ein Großverdiener, da kann sich das leisten. Ich meine, wie war das? Ich habe letztens, war das bei Vox, wo sie gebracht haben, hier beim Automagazin, da hat einer ein Tesla hat er in der Garage stehen und hat dann aber dazu noch ein zweites Elektroauto. Der hat 2 Stück. Ja. Überleg dir das mal. Überleg mal, wie teuer ist ein Tesla? Ja, ja. So. Also, Alter. Das ist doch nicht normal. Ich meine, was erwarten die sich? Wow, das sind Elektroautos. Ja, aber guck dir auch bitte mal an, was das große Problem ist. Du hast ein Elektroauto. So, das Ding hat so und so viel Kilometer Reichweite. So, ja, und was ist denn dann? Wo sind dann die nächsten Steckdosen? Richtig. Dann stehst du irgendwo und hast keine. Und dann? Also ich habe bei mir in der Gegend tatsächlich noch nie eine gesehen. Ja, wir bei uns hier im Umkreis auch nicht. Ich glaube, hier gibt es noch gar keine. Nein, aber nicht nur das, wenn du auf Thema Umweltschutz guckst, ne? Klar, Elektro hört sich toll an. Ja, ja. Jetzt überleg mal, du steckst das Kabel in die Steckdose. Mhm. Und welches Kohlekraftwerk erzeugt den Strom dafür? Ja, das ist wieder das andere, richtig. Und das kann dieses Elektroauto nie wieder gut machen in seinem Leben, was das Kohlekraftwerk für eine Füllung verbraucht hat. Nee, definitiv nicht. Das ist einfach nur sich selbst Verarscherei. Ja, klar. Das ist einfach nur, ich fahre ein Elektroauto, damit fühle ich mich gut, ich hole die Umwelt. Nein, oh, ja. Eigentlich nicht. Nein. Fühl dich mal danach. Genau. Also, ja. Naja. Das ist, ja. Das ist einfach nur, damit man sich besser fühlt. Naja, klar. Nur, wenn man sich ehrlich ist, weiß man ganz genau, die hätten damals die ganzen, es hat doch damals alles funktioniert. Es wurde vieles über Schiene transportiert. Das hat alles funktioniert. Ja, so, warum geht das heutzutage nicht mehr? Über Schiene hättest du viel weniger Staus, viel weniger, Verzögerungen, viel weniger, dass die Lieferungen nicht pünktlich sind, etc. Viel weniger Unfälle. Es würde sich alles anders bewegen. Klar, würde es länger dauern, aber ich sag mal so, es ging dazu mal. Ging es. Und warum geht es heute nicht mehr? Aber sind wir ehrlich drin, das liegt auch daran, dass fast alle Firmen mittlerweile im Ausland produzieren lassen. Ja, das ist damals das Traurige. Damals waren die Produktstätten noch mit im Land. Ja, das ist es. Dann waren die Wege kürzer. Es musste kein dickes Schiff oder kein dicker Flieger her dafür. Ja, das ist das nächste Problem, genau. Aber nein, bei uns werden ja die ganzen Betriebe eingespart etc. Wie jetzt zum Beispiel Siemens wird ja jetzt auch wieder runtergespart. Was haben sie gesagt? Wenn es hochkommt, sind 7.000 Mitarbeiter in ganz Deutschland, die dann ihren Job verlieren. Das ist doch krass. Was erwarten sie sich da damit? Ja, die sprechen von nur. Naja, na klar. Das sind 7.000 Menschen, die nicht mehr wissen, wie weitergehen soll. Ja, so ist es. Ihren Lebensstandard nicht aufrechterhalten können. Ja. Na, also nur, ich finde dieses nur da drin immer so. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist,
Ja, weil die da oben, ich sag mal so, die in ihren dicken Stühlen sitzen, die interessiert das ja nicht. Die Natürlich. fallen nicht nach unten. Die Natürlich, fallen nur nach oben. die haben ihre 10,5 im Monat und Genau. ihr Und das bleibt auch Verzug, die danach. dazwischen. Ja. Ah, Und das hilft dir alles nicht. das ist nicht anders wie in der Politik. Guck dir die fetten Säcke an. Ja, hör mal, die stinken doch schon vor Geld, oder? Ja, natürlich. Und vor allem, die fallen alle nicht nach unten, wenn sie mal degradiert werden. Die Nein, wissen, erstens haben die ihr Geld durchgehend bis in ihr Rentenalter, die behalten das ja. Das wird ja nicht, das hört ja nicht auf. Und die fallen, auch wenn sie jetzt aus der Politik rausgehen oder aus dem Bundestag etc., die fallen niemals runterwärts. nö. So. Und, boah, nee. Aber da ist auch wieder das Lustige, das sind die Menschen, die uns sagen müssen, wir, unser Land muss Einschnitte machen, emotionstechnisch, fahren aber selbst immer die dicksten Karren. Ja, richtig. Ich habe noch keinen von denen in einem Elektroauto gesehen. Nein, ich glaube, das wirst du auch nie erleben. Das Das werden die ist, sich nicht geben, die Blöße. wenn ich diesen Tag erlebe, Ja. mache ich Kreuze. Dann mache ich, Ja. dann fange ich an, dann werde ich gläubig. Wenn Frau Merkel mal in einem, keine Ahnung, was, Bobby, ein Elektroauto von ne? Ja, ist richtig. Also, Das wäre. dann werde ich gläubig. Ja, das wäre mal was. Aber ich glaube, der Tag wird nicht kommen. Niemals. Glaube ich auch nicht. Deswegen, also, naja. Aber meine Lieben, ihr könnt ja selber mal drunter kritzeln, was ihr von diesen Themen haltet. Weil wir sind schon wieder am Ende des Geländes. Ich wollte gerade sagen, ja, sind wir. Und tippt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, von den Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Gebt auch gerne Anregungen zu Diskussionen im Chat. Kein Problem, macht mal gerne alles mit. Wir gucken ja, wer geschrieben hat, was geschrieben wurde. Bleibt sachlich. Die Voraussetzung. Und von meiner Warte war es dann auch schon. Ich sag tschüss. Ja, von meiner Seite aus auf jeden Fall war es das auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und ja, würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Und bis dahin, ja, Tschüssikowski, bis dann, Imanski. Ciao, ciao.